Dieser Mittwoch bringt viele Nachrichtenmitteilungen, die zu gucken sind. Und das Lukas Kopit TV-Team ist hier, um Ihnen mehr mit Hilfe des Wirtschaftskalenders zu erzählen. Ich bin Ben Jones. Schweizerischer UBS-Konsumindikator für Oktober ist der erste Punkt um 7 Uhr. Der Index sah einige Verbesserungen im September, da er im Vormonat von 1,28 Punkten gestiegen ist. Die genau beobachtete zweite Schätzung des VOK drittes Quartal BIPs kommt um 8:30. Die vorläufige Schätzung stellt das Quartalwachstum bei 0,7%, etwas weniger als 0,8% Anstieg im zweiten Quartal. VOK CBI-Umsatz für November folgt um 11. Index stand unverändert im Oktober, der Gewinn in Kleidung, Lebensmittel und Möbel durch Rückgänge in anderen Bereichen wie zum Beispiel Hardware und Chemikalien gesperrt wurden. Es gibt einige Nachrichtenmitteilungen aus den USA vor Thanksgiving-Tag und die drei von ihnen sind um 1.30 Uhr einschließlich die mit Spannung erwarteten Wirtschaftsgüteraufträge für Oktober. Bestellungen sind zurückgegangen in den letzten zwei Monaten und ein starker Rückgang der Maschinenbestellungen im September wurde aufgezeichnet. Das genau beobachtete Arbeitslosenhilfe-Erstanträge-Update kommt zur gleichen Zeit. Erstanträge sind von 2000 während der Woche zum 15. November zurückgegangen, während die weitergehenden Ansprüche um beachtliche 73.000 während der Woche zum 8. November sanken, treffend den niedrigsten Stand seit fast 14 Jahren. Und persönliche Einkommen und Ausgaben für Oktober ist das beste Programm zu diesem Zeitpunkt. Überschuss wuchs weniger als im September erwartet und die Ausgaben gingen zum ersten Mal nach unten in diesem Jahr. Chicago Purchasing Managers Index für November steht um 14:45 zur Verfügung. Der Index lag deutlich höher als im Oktober erwartet, geführt von einem starken Anstieg der Aufträge. Die endgültige Version des University of Michigan Verbrauchervertrauens im November ist um 2.55 Uhr. Die vorläufige Schätzung stellt den Index auf eine 7-Jahre-Höhe. Die von hoher Bedeutung US-Neubauverkäufe im Oktober kommen um 3 Uhr. Der Umsatz sah wenig Veränderung im September, achtend auf eine wackelige Erholung auf dem US-Immobilienmarkt. Und Neuseelands Handelsbilanz für Oktober schließt den Zeitplan um 9:45 Uhr. Handelsdefizit erweiterte sich im September, da Milchexporte einen starken und enttäuschenden Rückgang seien. Sie haben gerade den Wirtschaftskalender für Mittwoch, den 26. November, geguckt. Unsere nächste Ausgabe denkt die wichtigste Nachrichtenpublikation für Donnerstag. Wir sehen uns dann.